Eine Ausbildung zu finden, die zu einem passt, ist manchmal schon aufregend genug. Da sollte die Bewerbung nicht noch zusätzlichen Stress und Unsicherheit auslösen. Die gute Nachricht: Bei Bayer könnt ihr euch entspannen. Bei uns läuft die Bewerbung für eine Ausbildung nach festgelegten Schritten ab. Und ihr wisst zu jeder Zeit, woran ihr seid. Anfang August jeden Jahres fällt der Startschuss für unser Bewerbungsverfahren. Das bedeutet für euch: Informiert euch früh genug und bewerbt euch ein Jahr im Voraus. Der Bewerbungsweg beginnt bei uns für alle Berufe mit einer Online-Bewerbung. Hier könnt ihr euer Anschreiben und euren Lebenslauf, euer Abschlusszeugnis bzw. die letzten beiden Schulzeugnisse und euer Praktikumszeugnis ganz einfach vom Rechner aus hochladen. Achtet darauf, dass euer Anschreiben aussagekräftig und eure Unterlagen vollständig sind, damit wir eure Bewerbung auch auswerten können. Und beachtet bitte, dass der Postweg nicht möglich ist. Wenn eure Kriterien dann grundsätzlich auf das Berufsbild passen, für das ihr euch bewerbt, dann laden wir euch im nächsten Schritt zu einem Einstellungstest ein. Auch hier geht's am Rechner los, mit einem Online-Test bei euch zu Hause am PC, für den ihr euch ca. 2 Stunden Zeit nehmen solltet. Je nach Berufsbild stellen wir euch hier zum Beispiel verschiedene mathematische oder technische Verständnisfragen, die ihr in einer gewissen Zeit beantworten müsst. Auf den Test könnt ihr euch übrigens sehr gut mit den Übungsheften und Büchern, die ihr bei der Bundesagentur für Arbeit findet, vorbereiten. Und wenn ihr diesen erfolgreich meistert, dann geht's direkt in die zweite Runde bei uns vor Ort, die aber nur noch ca. 30 Minuten dauert. Wenn ihr den Test vor Ort dann mindestens genauso gut besteht wie zu Hause am PC, dann geht's sofort weiter mit einem persönlichen Gespräch. Macht euch auch davor keine Sorgen, es gibt keine Fangfragen. Um bestens vorbereitet zum Gespräch zu kommen, informiert euch am besten schon vorab ausführlich über Bayer und überlegt euch gut, was ihr persönlich mit in eine Zusammenarbeit einbringen könntet. Mit Praktika, ob bei uns oder woanders, könnt ihr übrigens in jedem Bewerbungsgespräch punkten. Wenn wir nach dem Gespräch davon überzeugt sind, dass ihr gut zu uns passen könntet, dann geht's noch schnell zum medizinischen Check, bevor wir euch dann schon den Vertrag zusenden. Und wenn ihr uns dann genauso gut findet wie wir euch, dann freuen wir uns auf eure Unterschrift.